Ich grüße euch, liebe Freunde. Ich bin froh, hier heute bei euch zu sein. Eugen hat mich gebeten, etwas über mich selbst zu erzählen, über meine spirituelle Praxis, über die Linie meiner Meister. Mein spiritueller Name ist Agnisvarok Vladimir. Ich bin Oberpriester des Rodovoje Ognische, einer internationalen Organisation, bei der ich die Lehre der slawischen Kultur und das Wissen über die slawische Kultur verbreite. Zudem bin ich Oberhaupt einer weltweiten Gemeinde und leite die weltweite Vereinigung der slawisch-vedischen Kultur, Radaswert. Wenn wir über Radovoje Ognische sprechen, das ist eine internationale spirituelle Organisation. Es ist vom Land Ukraine registriert, seit 18 Jahren, und ich bin das spirituelle Oberhaupt dieser Gemeinde. Zudem bin ich Rektor der Slawischen Spirituellen Akademie Prav. Ich bin das Oberhaupt der Akademie für Selbstentwicklung des Menschen, Radasvet. Ich habe drei höhere Abschlüsse, zwei spirituelle und einen theologischen. Ich bin Autor von ungefähr 15 Büchern. Das ist nur ein Teil dieser Bücher. Das ist das Lehrbuch zur Jiva-Heilkunst. Das ist das Lehrbuch zur Arbeit mit dem Karma. Hier sind die Familientraditionen und die Kultur des Slawen. Nochmal ein Buch über Radasvet. Hier das Wort des Wolf, also des vedischen Priesters. Also insgesamt sind das circa 15 Bücher. Alle über die vedische Tradition, der vedischen ursprünglichen slawischen Tradition. Der alten Rus. Das ist die Linie der Meister. Hier unten bin ich. Das sind die führenden Meister, die Oberpriester. Und die Linie heißt Radenya Svarojya. Auf Sanskrit würde es Brahma Sampradaya heißen. Dementsprechend wird es in Russ anerkannt, aber auch in Indien. Neben der slawisch-vedischen Tradition und den Einweihungen habe ich eine shivaitische Einweihung vom Maha Mandalishwar, Maha Yog Pailo Babaji. Das ist ein bekannter Heiliger, ein erleuchteter Meister, ein großer erleuchteter Meister, der übersinnliche Fähigkeiten demonstriert hat. Er war 3 Tage unter Wasser, ohne Luft zu atmen. Er hat Materialisation nachgewiesen und andere übersinnliche Fähigkeiten. Ich habe auch von ihm die Einweihung erhalten. Der spirituelle Name von mir ist hier Agnidev Yasu. Wenn wir über die vedische Tradition sprechen, habe ich
die volle Verständnis und die Anerkennung meiner Meister, euch zu helfen, euch zu unterrichten, euch in allen Fragen bezüglich Energien und Heilkunst zu helfen. Ich verfüge über umfangreiches Wissen über Gesundheit, über Glück und über Ganzheitlichkeit, Harmonie, Selbstrealisation aus der Sichtweise des Radenie Svarozhiche Ognische Radavoje. Wenn ihr Interesse habt, kann ich das im Allgemeinen als vedische Tradition bezeichnen. Wenn euch diesbezüglich Fragen interessieren, Themen interessieren, dann wäre ich froh, mit euch kommunizieren zu können. Ich wünsche euch viel Glück, die Kraft für Selbstrealisation und ich bin sicher, dass die göttlichen Kräfte alle unterstützen, die im Guten arbeiten und zum Wohl der Gesellschaft. Auf Wiedersehen.